Du kennst das Oktoberfest in München oder den Karneval in Rio. Aber hast du auch von den Las Fallas in Valencia gehört? Ein Fest, das Millionen von Besuchern aus aller Welt anzieht und die Verbrennung von Hunderten von Monumenten als Highlight hat? Eine Reise durch eine Welt aus Farben, Klängen und Emotionen, begleitet von Knallspektakeln und dem Anblick der prächtigen Trachten der Falleras und Falleros. Denn das sind die Las Fallas in Valencia. Es gibt gefühlt an jeder Ecke irgendwelche Stände. Also es ist so ein bisschen wie Weihnachtsmarkt und Kirmes die ganze Zeit einfach. Und es ist wirklich unglaublich voll. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Doch bevor wir anfangen, lassen wir uns einmal von Einheimischen erklären, was dieses Fest überhaupt ist. Las Fallas is tradition, culture, gastronomy and love for us. Fiesta y tradición. Y a partir de ahí se ha generado en una fiesta patrimonio de la humanidad. Viele Leute mit die traditionellen Kleidung. Und wir gehen jeden Tag auf der Straße mit Musik und wir haben Monumente hier. Where we build monuments, we spend a week partying, having fun, and then 5 days later we burn them down during the night and we make a very big spectacle. Er hat mir noch erzählt, dass er Teil einer Musikgruppe ist. We are musicians, we play charanga. So geil, die werden jetzt für mich erstmal ein Lied spielen, das ist es. Hey! Bravo! Es ist so unglaublich, es ist einfach wirklich fast durchgängig irgendeine Veranstaltung. Das macht so Spaß. Und nach diesem Interview ist auch eines meiner Lieblingsmomente gewesen, denn das war einfach nur schön. 1, 2, 3! Muchas gracias, Togo! Täglich um 14 Uhr findet auf dem Rathausplatz die Mascleta statt. Das ist ein Knallspektakel wie keine andere, das man erlebt haben muss, um es zu verstehen. Das sind knapp 8 Minuten intensive Explosionen, deren Rhythmus und Lautstärke gesteigert werden, die den ganzen Platz mit dem Geruch von Schießpulver befallen und nicht nur den Boden, sondern auch die Herzen der Zuschauer in Schwingung versetzen. Und man kann sich nicht vorstellen, wie laut das alles einfach ist. Das ist unglaublich. Aber gleichzeitig verspürt man unheimliche Energie, während man einfach nur zuschaut und es auf sich einwirken lässt. 1,5 Stunden habe ich gewartet, um das zu sehen. Ey, ist ja mega krass. Die Ohren tun aber richtig weh, weil es so unglaublich laut war. Aber es hat Spaß gemacht und alle waren richtig happy. Also wenn die Las Fallas sind, dann kann man natürlich auch ganz normal andere Sachen machen. Ganz normal entspannen. Ja, ein weiterer Aspekt während dieser Zeit hier ist es, dass einfach gefühlt durchgehend irgendwelche Explosionen und Bölle angezündet werden. Also man hört fast im Minutentakt, also zumindest tagsüber, Explosionen. Ich weiß nicht, ob es über das Mikrofon aufgenommen wird, aber alle paar Minuten ist hier gerade was. Aber es ist in Ordnung. Die Menschen zelebrieren es. Es ist, ja, da war zum Beispiel was. Die Menschen zelebrieren es und es ist eine ganz besondere Zeit. Und deswegen akzeptieren wir es natürlich und schauen uns das einfach mal an. So, ich bin jetzt hier gerade auf der Straße, denn es finden aktuell die sogenannten Opfergaben statt. Auch Blumengaben genannt. Und die ganzen Falleras und Falleros laufen hier lang und haben Blumen in den Händen. Und es ist wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Gehört auch zur Tradition. Und ich bin sehr froh, hier zu sein. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die Blumenopfergabe das emotionalste und aufregendste Ereignis der Las Fallas ist. Denn das ist die wichtigste Veranstaltung im Leben einer Fallera bzw. eines Falleros. Und bei diesem Umzug ziehen alle durch die Straßen der Stadt, um Blumen zur Schutzpatronin, also der Jungfrau Maria, zu bringen. Und diese Nachbildung der Jungfrau besteht komplett aus den Blumen und Sträußen und sieht einfach nur wunderschön aus. Es war unglaublich, diesen Umzug zu erleben und bei der Übergabe gab es auch sehr viele Tränen. Und ich bin mir sicher, dass alle einfach unglaublich stolz waren und es ist sehr schwer, alles zu verstehen, wenn man nicht live dabei ist. Das letzte und unglaublichste Feuerwerk findet am vorletzten Tag statt und ist eines der größten Pyro-Shows der Welt. Ich bin jetzt angekommen und das Feuer geht gleich los. Es ist mal wieder unheimlich voll. Super Stimmung hier. Denn um Mitternacht verwandelt sich der Himmel in eine lebendige und farbige Leinwand mit beeindruckenden Feuerwerken. Die Las Fallas neigen sich dem Ende zu und dieser Moment aus Licht, Klang und Emotionen war ein wahnsinniger erster Abschluss der ganzen Veranstaltung. Hier ist auch noch eine meiner Lieblingsszenen in diesem Video. Wir haben gejubelt, wir haben gelacht und der Puls war einfach nur am Beben. Und nach dem Feuerwerk waren wir noch mit der Gruppe tanzen und feiern, so wie alle anderen in dieser Stadt.
Der Tag der Tage ist endlich gekommen. Die La Crema beginnt heute Abend. Ich bin jetzt hier an einem riesen Platz mit einer unglaublichen Statue. Und bevor es gleich losgeht, versuche ich mir noch ein paar Stimmen einzuholen. Und dann kann es endlich losgehen. A mí lo que más me gusta de La Crema es ver cómo todos los falleros se emocionan y el sentimiento de la felicidad que les causa, ya que me siento muy, muy identificada con ellos por las fiestas de Castellón. La verdad que las fallas aquí en Valencia está muy bien porque la crema las hacen a varias horas para que así puedan verlas toda la gente, todas las fallas. A diferentes horas. Empiezan por las de menos categoría y al final queman las más grandes y las de sección especial. Aha. Y todo esto. Wir haben den Platz gewechselt und wir laufen jetzt schnell zu der nächsten Feier, um das zu sehen. Wir laufen gerade zur nächsten kleinen Feier, damit wir es noch rechtzeitig schaffen. Ab geht's! Und dann ging's los. Knapp 3 Wochen haben alle auf diesen Moment gewartet. Die Verbrennung der Feiers, der Monumente, die in der ganzen Stadt verteilt waren. Es hat ein paar Minuten gedauert, aber... Oh, Wahnsinn, ey. Das Feuer hatte etwas Beruhigendes auf mich, obwohl es eigentlich eine gefährliche Situation ist. Ich war seit langem nicht mehr so gefesselt wie von diesen Flammen und konnte nirgends anders hinschauen. Oh mein Gott, das ist Wahnsinn. Unglaublich, ey. Alter, jetzt werden hier auch noch die Wände der Häuser gespritzt. Ich kann heute immer noch nicht beschreiben, was das für ein Gefühl war. Es war unglaublich nach den ganzen letzten Tagen. Und in diesem Moment habe ich mich als ein Teil des Ganzen gefühlt. Das ist so schön und traurig zugleich. Die Falleras hier, die fangen auch schon an zu weinen. Das ist bestimmt sehr emotional für sie. Das war eines der schönsten Situationen, die ich erlebt habe. Und ich zeige euch hier auch noch einige Einblicke in die Verbrennungen der wirklich großen Statuen, die zwischen 20 und 30 Meter hoch waren. Alter, das ist so Wahnsinn. Das ist so krass einfach. Heftig, schaut euch das bitte mal an. Das kann ich nicht glauben. Und dementsprechend waren die Flammen auch so hoch. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also die Luft wird schon sehr, sehr schlecht gerade. Oh mein Gott. Es ist alles einfach verbrannt. Leute, es ist für mich auch irgendwie total krass, das hier zu erleben. Ich meine, ich habe jetzt die ganze Zeit hier verbracht und ja, ich bin sehr stolz hier zu sein. Natürlich macht mich das auch ein bisschen emotional. Es ist großartig, aber auch gleichzeitig traurig. Es ist nicht traurig. Es ist sehr... Schon. Ja. aber alles sind heute weinen. Ja, ja. Weil es ist die Ende von dieses Fest. Genau. Ja. Okay. Die Las Fallas in Valencia. Ein Fest, das man selbst erlebt haben muss, um es wirklich zu verstehen. Erzählungen und Videos können nicht diese einzigartigen Momente und unvergesslichen Erlebnisse zeigen. Man muss vor Ort sein, um die Energie und die Emotionen der Menschen zu verstehen. Von atemberaubenden Feuerskulpturen bis hin zu lebendigen Straßen. Las Fallas ist mehr als nur ein Fest. Es ist eine Reise für alle Sinne. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Einblicken ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ich freue mich, wenn du dir weitere Abenteuer von mir anschaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.